Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und wir haben gestern auch die 250 Abonnenten endlich erreicht. Das heißt, ein Viertel zu den 1000 Abonnenten haben wir schon geschafft. Ich würde mich natürlich immer noch über euren Support freuen. Und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und auf meinen Twitch-Kanal vorbeischauen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Zero-Skin wieder im Shop. War ja ganz zu Anfang der Season der erste Skin, der im Shop war. Dazu haben wir die Nullpunkt-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Magengranate-Skin im Standard- und Schimmerstil. Die Treibhaustomate auch im Standard- und Schimmerstil. Und ich glaube, die Skins waren zum Voting, soweit ich mich erinnern konnte. Dann haben wir die Stachelklatscher-Spitzhacke. Und es gab... Kann auch sein, dass es der Teddybär war, der zum Voting war. Ich glaube, das waren sozusagen die ersten Skins aus diesem die Überreste-Paket. Und dann kam noch irgendwann der Teddybär als die Überreste-Variante zum Voting eben halt rein. Und ich glaube, die hier waren eben halt, wie gesagt, schon vorher im Shop. Und wir haben noch den rostigen Pizzaschneider. Dann haben wir noch die freche Wurst im Standard- und im ohne Kopfbedeckung-Style. Mit der Würstchenkette, mit dem Würstchenkette Conchell, den man kostenlos dazu bekommt. Dann haben wir den Cobra Skin, den Focus Skin, dann Handzeichen, war auch schon, glaube ich, seit einer ziemlich langen Zeit nicht mehr im Shop. Weiß allerdings ja mal nicht genau wie lang, aber soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Dann haben wir noch Knochenfänge als Spitzhacke, den Krabi Mode. Und heute neu Hüftschwung als grünes Emote. Und heute sind auch nicht mehr die ganzen Liebe und Krieg Gegenstände im Shop. Eigentlich hatten die ja gesagt bis zum 17. War allerdings immer nicht klar, ob die dann sagen bis zum 17. einschließlich oder bis zum 17., also bis der startet, ist es nur noch drin. Haben sich jetzt für die zweite Variante entschieden. Jetzt haben wir nur noch die Herausforderung des gefallenen Liebesrangers. Ich denke mal, das wird spätestens am Donnerstag rausgehen. Und ja, heute mal wieder ein extrem kleiner Shop. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und dann bis zum nächsten Video.